entsprechend viermal dieses Bauteil. Verbinden wir in der Regel ja auch diesen Leim mit oder vielmehr diese Nahrung. Willkommen zu einer neuen Folge Woodworking im Wohnzimmer oder mit anderen Worten Holzbearbeitung da, wo ihr gerade Platz habt. Und ich habe gerade Platz hier in meinem Wohnzimmer. Das ist mein Küchenesstisch. Das hier ist mein Werkzeugköfferchen. Das ist alles drin, was ich brauche. Handhobel, Sägen, Stecheisen, bisschen was zum Markieren. Und hier ist unsere Hobellade, findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Die kann auch als kleine Werkbank genutzt werden, weil die ein Lochraster hat. Dann brauchen wir noch ein bisschen Können, aber keine Sorge, auch wenn wir hier schon so ein bisschen aufwendige Verbindungen und sowas haben. Es geht auch ganz einfach. Wir müssen uns nur hier und da einen kleinen Anschlag bauen und dann werdet auch ihr es schaffen, mit dem Handhobel saubere, präzise Ergebnisse zu bekommen. Und dann braucht man natürlich noch ein bisschen Holz. Ja, und weil ich natürlich euer kleiner Ökoprinz bin, fahre ich auch mit dem Fahrrad. Hier hinten ist auch schon die Säge drin, damit wir die Latten vor Ort zerteilen können. Und ich würde sagen, Abfahrt. So, das Pferdchen ist gespannt und ja, es fängt natürlich genau jetzt an zu regnen. Ab nach Hause. Ehrlicherweise ein bisschen irritierend, dass wenn man lenkt, vielleicht seht ihr es vorne, trotzdem die Hölzer gerade bleiben. Jetzt können wir loslegen, Holz ist da und wir schauen uns hier mal fix den Plan an, den ich gemacht habe. Das ist also unser heutiges Projekt, ein Nachttisch und wir sehen schon hier ein relativ einfacher Aufbau, ist ein Zargengestell. Wir haben hier umlaufend viermal dieses Bauteil, zweimal kurz, zweimal lang. Und die Verbindung, die können wir jetzt hier nochmal in einem 1:1 Aufriss sehen. Das mache ich mir ganz gerne, weil ich da natürlich dann auch direkt die Maße daraus nehmen kann. Ihr könnt sehen, wir haben hier unterschiedliche Falze angebracht. Das heißt, hier ist der Falz ein bisschen geringer ausgefallen als hier auf dieser Seite. Und das sorgt einfach dafür, dass hier der Zapfen ein bisschen weiter eingerückt ist. Die stoßen also nicht hier direkt zusammen. Wir haben also ein bisschen mehr Material. Da werden wir im zweiten Teil zu kommen. Das ist also hier dieser Klappmechanismus, aber schon so ein kleiner Ausblick. Der soll halt eben die ermöglichen, dass ich hier von vorne ja einfach so keinen Schubkasten habe. Das ist also ein einfacher, minimalistischer Look ist. Und von hier kann aber eingegriffen werden, wenn ich dann beispielsweise an mein Handy möchte. Und ja, ansonsten schwingt er wieder zurück. Dazu müssen wir dann hier noch eine Feder einsetzen. Und hier sehen wir nochmal den Querschnitt von dem Aufbau, also hier die geschnittene Zarge. Dann haben wir hier einen Nutklotz. Da werden wir später auch noch in diesem Teil hier für eine Nut herstellen, um halt eben hier die obere Platte, den Deckel mit dem Zargengestell zu verbinden. Das Ganze ist natürlich dann hier Querholz auf Langholz. Damit es arbeiten kann, gibt es eben diese Nutklötze. Und hier sehen wir dann auch nochmal den Schnitt von diesem Schubkasten, der also hier herausschwingt. Den machen wir relativ einfach, der wird gefälzt und dann seitlich auch nochmal mit Dübeln fixiert. Loslegen wir. Ja, ich habe mich jetzt hier ein bisschen gedrückt. Wir müssen jetzt erstmal auftrennen. Also, Bizeps anspannen, Abfahrt. Jetzt könnt ihr hier sehen, das ist die bereits gesägte, abgerichtete Kante ab Werk. Und so gerade ist jetzt hier der Schnitt geworden. Dann schauen wir mal, ob das Ganze hier rechtwinklig ist und es ist perfekt rechtwinklig. Wir schauen natürlich auch nochmal, ob es hier eben ist. Auch das ist es.
Und dementsprechend haben wir hier bei unseren beiden Hölzern, wenn man die jetzt hier zusammendrückt, auch eine perfekte Fuge. Nur mit Handwerkszeugen. Und jetzt denkt ihr euch natürlich, ah, naja, Dominik, so richtig nachmachen traue ich mich nicht, weil du machst es ja schon so lange, du hast die Erfahrung, ich krieg das nicht hin. Und das ist totaler Bullshit. Ich bin nicht hier, um irgendwie zu zeigen, dass ich ein richtig toller, krasser Tischler bin. Ich bin hier, um euch zu zeigen, dass ihr das auch selber nachmachen könnt. Und es gibt so viele Vorrichtungen zu Fräsen oder zu Tischkreissägen. Und zu Handwerkszeugen denkt man sich, naja, nee, das geht nur mit magischen Fähigkeiten, mit ganz viel Übung. Nein, ihr baut euch genau das Gleiche wie in der Tischkreissäge auch. Es gibt auch da einen Queranschlag und einen Parallelanschlag. Keiner führt irgendwie, ne, freihändig versucht, einen rechtwinkligen Schlitt an der Kreissäge hinzubekommen, ohne dass es diese Führung gibt. Und warum machen wir nicht genau das Gleiche auch bei Handwerkszeugen? Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen. Und dazu wird es hier auf dem Kanal auch in Zukunft noch jede Menge Videos geben. Denn dann ist das Ganze total einfach. Ihr müsst nur den Hobel hier hinlegen und ein bisschen nach vorne und hinten bewegen. Das macht ihr so lange, bis der Hobel halt eben nicht mehr weiter hobeln kann, weil der hier an der Hobellade anliegt. Und dann war es das. Ganz einfach. Und wenn ihr sagt, naja gut, das mit dem Sägen, ne, diesen geraden Sägeschnitt, okay, der braucht ein bisschen mehr Erfahrung. Aber ihr könnt am Anfang auch 5 mm vom Riss entfernt bleiben. Dann könnt ihr ab und zu mal ein bisschen krumm sägen. Dann müsst ihr halt ein bisschen mehr hobeln. Aber dann ist das nur Arbeit und Fleiß und hat nichts mit Können zu tun. Zunächst reißen wir jetzt hier einmal umlaufend an, da wir jetzt auch gleich hier den Falz absetzen werden. Es ist natürlich schon mal auch sehr gut, dass wir hier die Fasern durchtrennt haben. Das minimiert so ein bisschen die Ausrissgefahr. Mit dem Anreißmesser ziehe ich das jetzt hier noch ein wenig nach. Dann schabe ich mir hier mit dem Stecheisen so eine kleine Kuhle. Dann wird hier einmal bis zum Riss runtergesägt. Dann wird hier mit dem Stecheisen schon mal ein bisschen vorgeräumt. Und den Feinschliff, den machen wir hier mit dem Grundhobel. Da können wir uns dann auch schön an den Riss rantasten. Brett hier seitlich hingelegt, damit es nicht kippelt. Die haben natürlich die gleiche Höhe. Könnt ihr euch vorstellen, so ist die Wahrscheinlichkeit größer. Und hier gehe ich jetzt erstmal außen entlang, ritze auch wieder so ein bisschen vor. Am Ende einmal umdrehen, damit das Holz nicht nach hinten ausreißt. Und jetzt ganz zärtlich an den Riss herantasten. Ich habe noch so ein Zehntel stehen lassen, vielleicht auch zwei, um jetzt hier schön sauber das Material abzunehmen. Und ihr seht, umlaufend den Zapfen abgesetzt. Das habe ich jetzt hier auch noch mal kurz ein bisschen weggesägt. Und so sieht es auf der anderen Seite natürlich dann auch noch mal genauso aus. Ja, hier ein bisschen die kürzere Seite, nicht ganz so tief der Falz. Und hier auf der anderen Seite für die Rückseite. Das hier ist jetzt das Beinchen, was wir anfertigen möchten. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wann mache ich was? Mache ich jetzt erst die Verbindung oder mache ich erst hier diese Verjüngung? Und da muss ich ganz klar sagen, ihr werdet es jetzt hier schon sehen, ich kann es nicht mehr so richtig einspannen, wenn ich jetzt hier erst mit der Verjüngung anfange. Das heißt, ich nehme natürlich das Kantholz, so wie es jetzt ist, wird erstmal die Verbindung hinten angefertigt, dann abgelenkt und dann kann ich das Ganze verjüngen. Versucht da auch ein bisschen vorher zu planen. Also im Idealfall macht euch so einen Arbeitsablaufplan. Ist für viele von euch bestimmt schon viel zu aufwendig, keine Frage. Aber
Ich sehe so viele Videos, wo dann das Bauteil direkt auf Fertigmaß gebracht wird. Lass uns irgendwie sagen, es sind 10 cm und dann versucht man noch irgendwie diese 10 cm Hochkant an der Kreissäge, ne, mit so zwei Fingerchen entlang da am Kreissägeblatt zu führen. Äußerst gefährlich, sowohl für eure Finger als auch für das Werkstück. Lasst das bitte sein. Versucht euch so lange wie möglich irgendwie genug Material zu lassen und ablenken kann man ganz einfach immer noch am Ende. Gut, der Moralapostel quatscht euch wieder voll. Ich werde jetzt hier einmal die Verbindung anfertigen. Gibt es jetzt gar nicht so viel zu sagen. Der einzige Trick, wenn es um Zapfenlöcher geht, wenn ihr das nicht so machen wollt wie der Hauke, findet ihr unten mal ein Video verlinkt. Dann empfehle ich euch, diese kleinen Dinger hier. Kennt ihr vielleicht? Nennt sich Bohrer und macht die ganze Sache viel, viel einfacher. Dann reißen wir hier von der gleichen Bezugskante aus das Zapfenloch an. So, dann wollen wir mal die beiden Hübschen hier vermählen. Sehr schön. So soll es aussehen. Jetzt können wir hier mit der Verjüngung beginnen. Ja, wenn man das Holz schon mal so ein bisschen knacken hört, nur so ein bisschen. Es gibt da einen so einen ganz bestimmten Ton. Wenn wir den haben, dann wissen wir auch, oh, das passt. Ja, und jetzt kommen wir zur Verjüngung. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ne? Wie immer gilt regelmäßig Sport, gesunde Ernährung, vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen Botox. Ne? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Und das gilt natürlich jetzt auch hier für unser Vorhaben. Wie machen wir es? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wäre jetzt eure Wahl? Was sagt ihr, ist auf jeden Fall das schnellste, effektivste, sauberste, wirtschaftlichste? Na, tackert mal rein und in der Zeit hole ich einfach mal hier den Schrobhol. Letzte Seite, ihr könnt sehen, ich habe jetzt natürlich auch schon drei Seiten. Ein bisschen schwierig, das jetzt auch noch einzuspannen, wenn wir sägen. Ich habe es hier hinten festgespannt. Hier liegt es jetzt nach unten auf. Ich habe jetzt ein Kantholz darunter gelegt, damit ich nicht aus Versehen in meine Werkbank hobel. Und ja, brauche jetzt hier noch nicht mal den Riss zu machen, den wir normalerweise auch beim Sägen brauchen, sondern ich hobel mich jetzt hier einfach an den Querschnitt heran und der Rest ergibt sich dann.
Das war's schon. Jetzt mit dem Einhandhobel. Hier bei den etwas breiteren. Ihr seht, am Anfang hört man noch gar nichts. Ganz feine Späne. Es wird mehr und mehr. Und jetzt haben wir hier einen durchgehenden Span. Ihr könnt sehen, der ist auch oben dünner als unten. Saubere Oberfläche. Fertig. So, nach der Verjüngungskur kommt jetzt hier noch eine Schlankheitskur. Wir werden nämlich hier durch die Phasen auch nochmal die Bahnchen so ein bisschen graziler wirken lassen, ohne dass wir da Stabilitätseinbußen haben. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach mal so den Vergleich sehen. Ja, also die gleiche Materialbreite, gleicher Querschnitt, aber das hier wirkt doch schon wesentlich filigraner. Und die kleinen Engelslocken freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Ich versuche eigentlich ohne Spezialwerkzeuge hier zurechtzukommen. Der Nuthobel ist jetzt tatsächlich ein Spezialwerkzeug, aber ja, vielleicht findet ihr den mal günstig im Internet. Ich habe den hier tatsächlich für 60 € bekommen. Das ist ein Record 043, findet ihr auch nochmal in einem Blogbeitrag verlinkt, ein bisschen was mehr zu. Ja, jetzt wollen wir hier wie gesagt noch einmal für unsere Nutklötze die Nut anfertigen. Das geht am besten, wenn das Eisen auch ein bisschen heraussteht. Und damit haben wir jetzt hier eine schöne, saubere Nut. So soll es sein. Die Nut hört jetzt hier genau beim Falz auf, also Grund der Nut genauso tief wie der Falz. Und damit sieht das Ganze dann auch optisch in dieser Variante schon mal sehr vielversprechend aus. Man sieht natürlich hinterher von der Verbindung dann gar nichts mehr. Ja, ist natürlich, wie gesagt, ein Spezialhobel und leider auch irgendwie so ein kleines Schmuckstück. Ne? Also ich liebe den schon sehr. Ich habe den auch eine Variante größer. Da ist er natürlich auch noch mal wesentlich angenehmer. Ne? Man hat den schön in der Hand. Wie gesagt, in diesem Blogbeitrag findet ihr da ein bisschen ausführlichere Informationen zu. Ich würde euch auch raten, wenn ihr den Platz habt, nehmt den etwas größeren. Der ist auch einfacher zu bekommen. Der ist auch, glaube ich, preislich insgesamt ein bisschen attraktiver. Ich hatte mir ja so ein bisschen vorgenommen, dass ich hier alles in diese kleine Werkzeugkiste verstaut bekomme und fand das einfach auch eine Herausforderung, dafür entsprechend Werkzeuge zu finden. So, dann fangen wir mal an, jetzt hier alles zusammenzustecken. Ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Wollen wir es einmal umdrehen. Oh, wenn so schon hält, dann haben wir schon mal eine ganze Menge richtig gemacht. Jetzt soll das Ganze natürlich noch verleimt werden. Ich stelle es mal hier ein bisschen zur Seite, damit ihr mich sehen könnt. Jetzt soll das Ganze natürlich auch noch verleimt werden. Da gibt es hier auf dem Kanal ein Video, ist jetzt schon, glaube ich, 1,5 Jahre ungefähr her. Ist hier irgendwo oben in der Ecke verlinkt. Und da habe ich aus Tierhaut
Leim hergestellt, so wie das halt eben schon seit Jahrtausenden üblich ist. Und da wissen wir alle, dass diese Glutinleime auch sehr haltbare Leime sind, also Knochenleim oder Hautleim oder das in Kombination wird ja auch gerne immer noch bei der Restaurierung von Möbeln verwendet. Jetzt habe ich damals ja auch schon so ein bisschen angedeutet, so ganz passt mir das nicht, ne? Weil das geht sonst nicht so ganz mit meinem Lebensstil einher. Der ist nämlich eher so pflanzenbasiert. Und es gibt leider immer noch nicht so die optimale Lösung. Darum nehmen wir jetzt das, was auch ganz gerne bei Shoji-Türen verwendet wird, also auch im japanischen Raum nicht ganz unüblich ist. Und da verbinden wir in der Regel ja auch diesen Leim mit oder vielmehr diese Nahrung. Das ist nämlich einfach nur... Entschuldigung, mit vollem Mund spricht man da nicht. Das ist einfach nur gekochter Reis. Und im Reis ist Stärke. Diese Stärke ist halt eben auch ein Kleber, also Stärkekleber, vor allem in der Buchbinderei, durchaus üblicher Kleber. Jetzt hat er nicht ganz die Klebereigenschaften von Glutinleim. Das macht aber nichts, ist schon ausreichend stabil. Gerade bei Fichte ist tatsächlich dann das Fichtenholz das, was abreißen wird. Und wir werden das dann im Nachgang auch nochmal so mit ganz dünnen Dübeln verstärken. Der Reis ist jetzt hier gekocht, ungesalzen, ungewaschen. Wir wollen ja möglichst viel von dieser Stärke mit drin haben. Ich habe ein bisschen Essig dazu gegeben, damit das Ganze halt eben, ja, im Innenraum jetzt nicht ganz so wahrscheinlich, aber damit wir halt eben auch noch so ein bisschen Widerstand vielleicht gegen so, ja, kleine Pilzchen oder Bakterien haben. Weil ich die ganze Zeit hier so ein Reiskrümel, naja, ihr seht es mir nach. Und auch noch so ein bisschen Glycerin. Glycerin sorgt dafür, dass das dann auch noch so ein ganz klein wenig flexibler wird, ja, weil ihr wisst ja wahrscheinlich, getrockneter Reis an sich ist erstmal spröde. Ja, viel mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Klasse ist halt einfach an diesem Leim, wenn ihr euch jetzt damit das schöne Sonntagspullöverchen eingesaut habt, kriegt ihr das auch anschließend wieder rausgewaschen. Ja, jetzt einmal zerlegen, Leim drauf und dann müssen wir das Ganze noch irgendwie verzurren. Dazu habe ich mir jetzt hier mal Danish Cord rausgesucht. Das ist ja auch aus Papierfasern hergestellt, die dann verzwirbelt sind. Und gibt natürlich auch jede Menge andere Möglichkeiten. Ihr könnt das natürlich auch mit Zwingen machen. Ihr könnt das natürlich auch mit Gurtspannern machen. Aber weil wir hier so schön ökomäßig am Start sind, dachte ich, machen wir das am Ende auch noch mit einem kleinen Seil. Denn vielleicht hat nicht jeder von euch Zwingen zu Hause. Und Zwingen sind ja auch leider eine Sache, die immer ganz schön ins Geld gehen. Viermal ohnehin. Überschüssigen Leim. Ich könnte natürlich jetzt auch hier ganz einfach wegnaschen, wenn ihr die Carbs für den Tag noch nicht voll habt natürlich. Ja, ihr seht, ne, das Ganze ist jetzt also auch schon stabil, dadurch, dass wir jetzt hier unsere improvisierte Zwinge angesetzt haben. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, hier im Fichtenholz ein bisschen weicher, könnt ihr sich also einschneiden. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, legt da noch eine Zulage drüber. Ich möchte auch natürlich auch darauf hinweisen, jetzt hier habe ich dann natürlich am Anfang gezeigt, ja, es ist Reis, man kann den verzehren, sollte natürlich von Abstand nehmen, sobald etwas einem anderen Zweck zugeordnet wird, ne, sollten wir halt eben auch von allem weiteren absehen. Das heißt auch Leinöl, was ich in der Werkstatt habe, das werde ich jetzt nicht mehr zum Kochen verwenden. Und grundsätzlich natürlich auch in die andere Richtung, wenn ihr Chemikalienflüssigkeiten habt, dann bitte nicht in irgendwelche PET-Trinkflaschen umfüllen, auch wenn ihr da irgendwie ein X drauf gemacht habt zur Markierung. Ja, ist einfach nicht zulässig und im Eifer des Gefechts, wenn es mal ein bisschen dunkel ist oder jemand Fremdes betritt eure Werkstatt und nippt da mal dran oder seines Kinder, dann kann der Schaden groß werden. Das nur an dieser Stelle. So. Jetzt sind wir mit dem ersten Teil durch. Das Untergestell war tatsächlich die meiste Arbeit. Ich glaube aber, im zweiten Teil, der kommt tatsächlich auch bereits diesen Montag, ne, also heute in einer Woche. Und da ist es, glaube ich, nochmal interessant, dass diese Mechanik vielleicht auch für andere Einsatzzwecke ganz sinnvoll sein könnte. Ja, jetzt kommt wieder so ein kleiner Monolog. Als erstes nochmal die Bitte, wenn ihr hier den Kanal unterstützen wollt. Wir versuchen das Ganze ja nur mit der Werbung für unsere Eigenprodukte hier durchzukriegen. Würde ich mich natürlich also freuen, wenn ihr im Shop vorbeiseht. Wir sind auch gerade dabei, oder nicht nur gerade, schon seit über einem Jahr
ein neues Produkt zu entwerfen, was viele von euch, glaube ich, auch nochmal in eine ganz andere Etage der Holzbearbeitung führen wird. Ja, es hat was mit Fräsen zu tun, es hat was mit jede Menge Werkzeugen zu tun, für die ihr normalerweise viel, viel Geld ausgeben würdet. Und wir werden ein Produkt für wesentlich weniger Geld anbieten. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, ich freue mich da sehr drauf, werdet natürlich rechtzeitig informiert. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ganz wichtig, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, von hier aus noch größer zu werden. Vielleicht gibt es auch noch die Möglichkeit, das noch ein bisschen minimalistischer zu machen. Ihr erinnert euch vielleicht an ein Video, wo wir auf dem Boden gearbeitet haben, mit noch weniger Werkzeugen und auch ein aufwendiges Möbel hergestellt haben. Ich möchte euch ja, wie immer hier, zusammen mit meinem Kollegen Fabi, einfach nur motivieren, wenn ihr diesem Hobby nachgehen wollt, dann könnt ihr das auch mit einfachen Mitteln. Ist natürlich mit hier und da ein paar Einschränkungen verbunden. Auch ich werde jetzt hier gleich natürlich erstmal wieder aufräumen müssen. Auch ich habe jetzt hier den Boden voller Späne. Ja, ist so suboptimal. Toll ist natürlich, dass wir hier nur Reis jetzt auf dem Tisch haben. Der ist leicht abwischbar. Also da gibt es schon mal keine Probleme. Lärmbelästigung. Ne? Ich habe heute mal versucht, ohne Stämmen auszukommen, also ohne den Klüpfel. Auch das hat funktioniert. Ihr habt es gesehen. Sägearbeiten, ne, hält sich der Lärm genau wie beim Hobeln, finde ich im Grenzen, dass man das vielleicht auch in einem Mietshaus unterbringen könnte. Ja. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich war überwältigt, ehrlicherweise, was letztes Mal für ein Feedback kam. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich dachte, das ist so, oh, was sollen die Spielereien und so ein Blödsinn. Aber tatsächlich haben einfach die Nachrichten überwogen, die gesagt haben, geil, klasse, ich mache das zu Hause genauso oder ich fühle mich motiviert, das zu machen. Es gab sogar einen Beitrag, der hatte gesagt, er macht das bei sich im Badezimmer. Ja, also klasse, einfach, ich war richtig berührt, was ihr da geschrieben habt, dass ihr das Ganze wirklich so umsetzt und ich finde, das ist einfach wirklich klasse. Ja, ich freue mich drauf, ich freue mich auch jetzt wieder über die Kommentare und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Rice mit Schwarz.